Ja, hallo und willkommen zur 15. Folge. Ja, ich bin ja so freudig, dass ich habe hier völlig neue Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und zwar hier. Das sind freischwebende Kopfhörer, also völlig kontaktlos hier. Man sieht das, wenn ich hier so ein bisschen hin und her. Ja, also völlig neue technische Errungenschaft. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich inspiriert worden bin von Star Trek. Gerade wieder eine Folge geguckt und ja, als kleiner Trekkie-Fan. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, an eurem Monitor gibt es keine Fehler. Ihr habt auch nichts irgendwie plötzlich an den Augen bekommen. Keine Netzhautablösung oder sonst irgendwelche komischen diffizilen Krankheiten. Bei eurem nächsten Augenarzt bitte keine Igelleistungen machen, und das werde ich nochmal nach oben tauchen, um zu beweisen, dass eure Augen auch wirklich wunderbar funktionieren. Noch so. Das tut gut. Ey! Nein, das ist doch jetzt nicht das, denke ich, das ist doch nicht das. Mein Gott, ich kriege ein Horn. Nein, nein. Ist es das, was ich denke, dass es nicht ist? Nein, es ist es nicht. Es ist noch ein Horn. Noch ein Horn. Ich dachte, das wäre das Horn des Schattenläufers. Aber es war nicht das Horn des Schattenläufers. Mein Gott, brat mir einer. Was ist das? Ein Hornmuschel. Hornmuschelche. So. Goldener Ring. Hallo, goldener Ring. Hast du irgendwelche Special-Fähigkeiten? Nein, hat er nicht. Der Golden Ring. Golden Ring. Aber Leute, schaut euch diese Aussicht an. Ist das nicht schön? Geht's aufs Meer hinaus. Muss man auch mal zeigen. Und da ist das. Da war ich zu verträumt, ne? Ah. Gold? Gold! Gold! So, und Jumpy? Ich hab eine Ecke gefunden. You found the secret area. Jetzt tauche ich unter. Oh, ich mach einen auf Jacques Cousteau, ich fass es nicht. Hallo? Hallo? Hier ist ja niemand. Draußen ist es heiß. Andere essen Eis und ich sitze hier und mache für euch Let's Play-Folgen. Ich bedanke mich auch erstmal herzlich für eure Kommentare, für eure Abonnements und für eure Tipps nicht zu vergessen, die ich auch im Laufe der Folge beherzigen werde. Da, ich sag mal das Stichwort Schäferhut. Hab euch ja gesagt, wenn der Schäferhut da im Spiel nicht zu sehen ist, dann habe ich mir gedacht, ziehe ich selber einen auf. So. Entschuldigung, wegen der Knackser und Ruckler, das ist hier, weil ich den jetzt mal eben so. So, das ist mein Schäferhut. Ich hoffe, man kann ihn gut sehen. Schäferhut, ne? Guten Tag. Er grüßt noch nicht mal. Guten Tag. Jump! Macht Spaß! Raus aus meinem Bett! Oh, der hat eine schöne Stimme. Raus aus meinem Bett, ist das klar. Ansonsten spiele ich auf der Andrea Dorea. Oh, ich einen dicken Kopf! Vatertag, Kacke! Wieso? Ich hab keine Kinder. Wenn ich Vatertag feiere, dann gehe ich zur Samenbank. Vatertag in der Samenbank. Jetzt wird aufgeräumt. Aufgeräumt mit allen Vorurteilen, unter denen wir Atanasianer so zu leiden haben. Schluss mit allen deformierenden Debatten und Witzen und so. Und ich habe hier ein aufklärerisches Werk.
welches uns aufklärt, dass wir ein altes Buch über Edelsteine gefunden haben. Und das habe ich noch nicht gelesen. Das möchte ich hiermit tun. Und was steht drin? Willkommen zum 17. Teil. Es wird jetzt aufgeräumt. Aufgeräumt mit allen Vorurteilen, unter denen wir Arthursianer so zu leiden haben. Schluss mit allen Es wird aufgeräumt. Aufgeräumt mit allen Vorurteilen, unter denen wir Athanasianer so zu leiden haben. Schluss mit allen deformierenden Debatten und Witzen und so. Und ich habe hier ein aufklärerisches Werk, welches uns irgendwie noch weiterführen könnte. Und zwar ein altes Buch über Edelsteine. Machen wir es mal auf. Willkommen im 17. Teil von Let's Play Odyssey. Eine wertvolle Edelsteinerfahrung. Nein. Kacke. Nochmal. Es wird aufgeräumt. Aufgeräumt mit allen deformierenden Debatten und Witzen und so. Quatsch. Oh. So, jetzt wird aufgeräumt. Aufgeräumt mit allen deformierenden... Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Jetzt wird aufgeräumt. Aufgeräumt mit allen Vorurteilen und Witzen, unter denen wir Athanasianer... Jetzt wird aufgeräumt. Aufgeräumt mit allen Vorurteilen und Witzen, unter denen wir Athanasianer... Jetzt wird aufgeräumt. Aufgeräumt mit allen Vorurteilen, unter denen wir Athanasianer so zu... Ratverdamme! Jetzt wird aufgeräumt. Aufgeräumt mit allen Vorurteilen, unter denen wir Athanasianer so zu erleiden haben. Oh Gott, nee. Schlüssel zum großen Hafenturm. Hallo? Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich laber hier von irgendwelchen Geschichten und ich... Da ist eine. Siehst du, wenn du akribisch suchst, dann findest du ihn nicht und dann auf einmal zufällig läufst du einfach, trittst du einfach drauf. Ich bin echt zu doof. Und guck dir mal die Charlotte an. Guck mal, was macht die denn hier? Die putzt ja richtig. Naja, und wenn wir uns richtig hinstellen... Na, Charlotte, was machst du denn da bei mir? Mach mal nicht so eine Sauerei, siehst du? Wenn ich dich kriege, du Blutpflege, du sollst mein Blut nicht trinken, anstatt werde ich dich hier in den Boden versinken. Keiler, lass uns Keiler jagen. Noch ein bisschen näher dran. Okay, jetzt hat er mich. Oh. Ja. Oh. Achso, der hat mich einfach mal so gut auf die Hörner genommen. Gott sei's gepriesen und gedankt. Nee, was ist das denn hier? Das ist doch auch einer. Ja, und jetzt? Hat sie was geöffnet? Es hat sich was geöffnet. Aber wo? Wo? Ah, siehste? Wusste ich's doch, Lord sind. Hallöle! Ah, hier, sein Kifferzimmer hier. Also der lässt sich echt gut gehen. Uiuiuiui. Das war ich nicht. 3000. Ja. Wie wird Samson immer sagen von der Sesamstraße? Uiuiuiui, jetzt noch ein Kakao und ein paar Würstchen, ne? Bist du bald mal fertig mit Sägen? Ich will auch mal. Ah, so. So einfach ist das. Ich wünsche euch was. Subscribe me, Daumen hoch, Kommentare. Wie hat es euch gefallen? Ist es besser geworden vom Ansehen her? Ist es flüssiger? Würde mich mal gerne interessieren. Bitte schreibt mir mal einen Kommentar. Empfehlt mich weiter. Ich brauche noch Abonnenten. Das interessiert mich nicht. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Immer wieder.